Jubel bei der CSU. Sebastian Straubel ist neuer Coburger Landrat. In 16 von 17 Städten und Gemeinden überzeugt er bei der Stichwahl die Wähler. Der 35-Jährige liegt mit über 62% weit vor seinem Mitbewerber Martin Stingel von der SPD. Riesengroßer Stein vom Herzen erstmal gefallen. Vielen, vielen Dank den Wählerinnen und Wählern für diesen wirklich großen Zuspruch, für diesen Vertrauensbeweis. Ich bin überglücklich im Moment, möchte mich auch bei meinem Wahlkampfteam bedanken, die eine wirklich bärenstarke Leistung gemacht haben in den letzten Wochen. Also wirklich bärenstark gearbeitet haben. Vielen, vielen Dank für diese große Unterstützung. Enttäuschung hingegen bei den Sozialdemokraten. Martin Stingel kommt auf gut 37% der Stimmen. Nur in seiner Heimatgemeinde Neustadt kann er in der Wählergunst punkten. Für den einst rot regierten Landkreis ein herber Verlust. Enttäuscht bin ich nicht. Ich habe mein Ziel nicht erreicht, Platz 1 zu belegen. Da kann ich nicht zufrieden sein. Aber mit einem Wahlergebnis, das die Menschen einem draußen entgegenbringen, hat man umzugehen. Und damit gehe ich um. Die Arbeit geht weiter. Mit der Wahl geht eine Ära zu Ende. Seit dem Jahr 1946 stellte die SPD den Landrat. Im Jahr 2014 konnte Michael Busch noch über 66% der Stimmen auf sich vereinen. Ich fühle mich natürlich nicht besonders gut, wenn man so einen Wahlabend erlebt. Das ist wie bei jedem anderen auch. Mir ging es bei der Landtagswahl nicht gut und heute geht mir es natürlich auch nicht gut. Ich hätte mir schon gewünscht, dass wieder ein SPD-Landrat weitermachen kann. Die SPD also weit abgeschlagen, die CSU in Hochstimmung.